In einem packenden Landesklassespiel besiegte der Naumburger BC am Samstag seinen Angstgegner, den 1. FC Zeitz, nach großem Kampf mit 3:2. Endlich konnte der NBC sich auf seine Abwehr verlassen, wobei Jan Walter und Kai Eckert überragend spielten. Leider waren die Mannschaften nicht immer der gleichen Meinung wie der Leuner Schiedsrichter René Hammerschmidt. Die erste Torschance hatten die Gäste durch Stefan Meissner, die aber Torwart René Körner zunichte machte. Langsam wurde der NBC stärker und in der 17. Minute setzte sich Daniel Söll im Strafraum zum 1:0 für den NBC durch. Nach 37 Minuten trat Steve Fillmann den Ball, der knapp am Tor vorbeiging. Die Gäste konnten sich gegen die Naumburger Abwehr nicht durchsetzen, sodass Torschancen Mangelware blieben. Es blieb beim 1:0 bis zur Pause. Auch die zweite Hälfte begann der Gastgeber angriffsstark. In der 62. Minute ergriff der Naumburger Stefan Mill seine Chance und schob den Ball zum 2:0 ins Netz. Die letzten 20 Minuten der Begegnung gehörte den Zeitzern. Nach 81 Minuten konnte Hans Meyer das Anschlusstor für den 1. FC Zeitz erzielen. Keine 4 Minuten später setzte Patrick Schellenberg sich im Strafraum durch und glich zum 2:2 aus. Einen Strafstoß in der 89. Minute verwandelte Christian Müller eiskalt zum 3:2 und damit zum ersten Sieg des NBC in der Saison 2012-2013.